Hi, ich bin Chris und ich teste die Christkindlesmärkte mit Chris. Merry Christmas! Der Edelstettener Weihnachtsmarkt ist einer meiner Lieblingsweihnachtsmärkte, weil da alles schön dekoriert ist, nur weiße Lichter, also das gleiche Weiß, das befriedigt den Monk in mir drin. Das ganze Dorf ist daran beteiligt. Gefühlt macht die Dorfälteste da die Gulaschsuppe für den ganzen Weihnachtsmarkt. 4 von 5 Glühweintassen. Beste Leben. Ganz ehrlich, Memminger Weihnachtsmarkt ist ein Weihnachtsmarkt, an dem ich schon so oft war und jedes Mal enttäuscht war. Die Händler geben sich zwar Mühe, aber bei mir kommt keine Weihnachtsstimmung an und es verliert sich so auf diesem weitläufigen Platz einfach nichts Besonderes. Gerade für eine Stadt, die so groß ist, könnte man echt mehr erwarten. Ich gebe dem Memminger Weihnachtsmarkt nur 1 von 5 Glühweintassen. Christkindlesmarkt heißen sie in Schwaben und Christkindlmarkt heißen sie in Oberbayern. Das ist ein Riesenunterschied. Glaubenskrieg. Kaltenberg ist natürlich eine ganz andere Nummer. Riesig groß mit Eintritt, den man da zahlen muss. Dieses Ambiente, was man da bekommt mit den Bäumen, die geil dekoriert sind. Da sind halt auch Shows geboten und das muss sich ja auch für die Leute da lohnen. Da steckt echt viel Arbeit dahinter. Der kriegt von mir auch 4 von 5 Glühweintassen. Der Geheimtipp für alle, die mal einen Ausflug machen wollen, ist der am Münchner Flughafen. Man meint gar nicht, dass da ein Weihnachtsmarkt ist. Zwischen den 2 Terminals ist da ein Weihnachtsmarkt, der tatsächlich schon sehr früh losgeht, Mitte November, wenn ich mich nicht irre. Da ist auch eine Eislauffläche, das ist definitiv mal eine Reise wert. Chris wünscht schöne Christzeit.